Dann tretet ihr wieder vor den gewaltigen Thron von Angrosch, von Ingrim, und hört wieder das schmiedernde Hämmern, das Rußen, und seht die großen Schatten der Zyklopen, der Monaden, die sich dort in der Schmiede von Angrosch aufreihen. Und jeder, wie er auf seine eigenen Metalle herumhämmert. Was wollt ihr tun? Boltax, ihr kennt euch besser aus mit denen, als ich jetzt einfach zu ihm hingehen und ihn fragen. Ja, ist nicht, wie du ihn ansprechen sollst. Monat. Genau. Das Z-Wort hören sie nicht so gerne. Ja. Ich versuche mich zu erinnern, welcher von den großen Herren und Damen hier mir diese Waffe gegeben hat. Ja, du siehst, dass einer von den beiden wohl unglaublich verrußt ist. Der andere wohl ebenso, aber er ist wohl eher dabei, ein paar frische Barren aufzustapeln. Barren aus Rotgold. Was auch immer er damit vorhat, aber er beginnt ein neues Werk. Das muss ein Monat sein. Der andere schmiedet, wie gesagt, seit 70 Jahren? Irgendwie etwas wurde gesagt. Er dreht sich zu dir um und nickt dir zu. Baba da Dunya. Er war ja Nobras. Voltax, Er sagte, du warst siegreich. Ja. Kannst du ihn fragen, ob er seine Waffe jetzt wieder haben will? Oder ob ich sie behalten darf? Ja, er spricht ebenso wie der Monade auf der merkwürdig brummenden Stimme, wo ihr nichts versteht. Und nach einem kurzen Austausch schüttelt er den Kopf. Du kannst sie behalten. Sie wurde für dich geschmiedet. Oh. Sie braucht einen Namen. So etwas wie Knorakir oder Grimring. Denk dir was aus. Aber das muss ich doch ja nicht sofort, oder? Also da hab ich doch jetzt kurz einen Moment für, oder? Ja, aber du brauchst einen Namen für die Waffe. Ja, möchte er irgendwas von mir haben? Was mögen die? Mögen die Honigbonbons? Das sind keine Trolle, nein. Aber sie sind auch groß. Das stimmt. Ich glaube, wir können ihnen nichts geben, was sie sich ohnehin nicht gewünscht hätten. Oder anders gesagt, wir können ihnen nichts geben, was sie brauchen und nicht ohnehin hier hätten. Na gut, aber nur weil du das sagst, Boltax. Ich würde mich mal verbeugen. Könnt ihr mir beibringen, was Danke bedeutet? Also wie sage ich Danke? Nochmal. Baba. Baba. Er nickt. Ja. Der Zyklop wuschelt einmal Boltax und dann Angroschminia mit seiner gewaltigen, schwieligen Hand über den Kopf. Klein Agro. So, Bruder. Mach's gut. Und vielen Dank. Ich streiche ihm so ein bisschen über den Fußknöchel. Wahrscheinlich kommen wir nicht höher. Ja, wahrscheinlich nicht. Und so könnt ihr wieder aufbrechen. Bevor wir den Vulkan verlassen, würde ich mir eine Stelle aussuchen, an der ein bisschen leicht entzündliches Gas austritt. Also so leicht. Ja, nun, du findest kleine Mindergeister, die davor spielen. Nun, liebe Freunde, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Ist jemand von euch gewillt, Punkt des Feuers zu beschreiten? Es ist keine große Sache, aber eine sehr große Sache. Was müssten wir denn tun? Nun, ihr müsst durchs Feuer gehen. Im sprichwörtlichen Sinne. Jetzt guckt nicht so, das ist gar nicht so schlimm. Es ist kein Lavastrom. Ja. Sagt einfach ja. Es ist wirklich nicht schlimm. Ihr habt doch eure Hand in Lava gehalten heute schon. Das ist richtig. Reicht auf einen Tag, oder? Boltax, ist das wichtig für dich?
ist wichtig für euch. Aber du sagst, es ist wichtig. Ja. Oder mache ich das? Wie genau mache ich das? Das machen wir gleich. Wie sieht es mit den anderen aus? Diamantes, wollt ihr oder fürchtet ihr das Feuer? Ich fürchte das Feuer nicht. Und wenn es dir wichtig ist, dann ist es auch mir wichtig. Das ist gut. Abel mir. Ich bin mir nicht sicher, was es bewirken soll. Ich bin schon ein Mann. Ihr habt doch eh schon Brandnarben im Gesicht. Was machen da ein paar mehr? Ich fürchte nicht ein paar Verbrennungen. Ich fürchte eher um mein Haar. Mag euch lächerlich erscheinen, aber es ist Teil meiner Schönheit und damit Teil dessen, was ich einer Göttin gewidmet habe. Dann wird eure Göttin nicht zulassen, dass dies von euch genommen wird. Ich würde euch dennoch empfehlen, eure Kleidung ablegen. Wir sollen uns auch noch ausziehen? Nun, ihr müsst es nicht, aber es wäre schon besser. Nun denn? Nur falls ihr hängen bleibt. Naja, also wem haben denn Brandblasen noch nicht gestanden? Also die sind doch sehr schmeichelhaft. In der Tat. Sulamin windet sich das lange schwarze Haar zu einem dicken Zopf zusammen und fängt dann an, ihre Kleider abzulegen. Ja, Ravim hat da auch nichts mit und sie fängt auch an, sich zu entkleiden. Ach, was wir nicht alles gemeinsam tun, was? Ja, Diamantis zieht sich den Ring wieder vom Finger und drückt den Abel mir in die Hand. Danke noch vielmals, Kapitän. Wahrscheinlich könnte ich das hier nicht ohne diesen tun. Nicht von gut. Nun gut. Es scheint wohl eine Art kollektiver Wahn zu sein, aber ich schließe mich gerne an. Ich würde mich dann auch aus meinen Klamotten schälen, aus meinen Rüstung schälen. Und wir stehen noch, weil so wie uns Hesinde geschaffen hat, vor dem Flamme? Keine Ahnung. Ja, nein, noch keine Flamme. Das ist ja momentan nur eine Spalte, wo Gas austritt und Mindergeister des Feuers davor spielen. Nun, es ist ganz einfach. Ich gehe vor und ihr folgt mir. Nun, ich werde ein paar Worte davor sprechen, aber im Endeffekt ist es nichts Schlimmes. Dann würde ich mich zu einem der Mindergeister runterbeugen und ihn bitten, die austretende Gase für mich zu entzünden, sodass hier kurz eine Flammenwand entsteht. Oh, mein kleiner Freund, könntest du wohl für etwas Erleuchtung sorgen? Ja, na klar, Mann. Dankeschön. Und sobald die Flammenwand dann brennt. Wir haben uns heute hier versammelt, um den Übertritt in die Gesellschaft zu begehen. Gemeinsam durchqueren wir das Feuer. Das Feuer, das in uns allen brennt, uns alle verbindet und uns in unserem Bestreben eint, gereinigt in diese Welt hinauszutreten, als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Und dann würde ich durchs Feuer treten. Ich gehe davon aus, 1W6 Schaden. 1W6 Schadenspunkte. Angroschminia tritt ebenso durch. Ja, ich folge natürlich. Ich fühle mich befreit. Ja, es ist wunderbar, oder? Gereinigt von all dem Übel. So wie Angrosch es möchte. Diamantis entkleidet bis auf die Zigarre zwischen den Zähnen, tritt hinter Rafim durchs Feuer. Schwer, das war so. Und würde vor mich hin murmeln, was wahrscheinlich keiner versteht, und dann langsam durch die Flammen schreiten. Wilhelmin lächelt, als auch Abel mir hindurchgetreten ist, und atmet noch einmal tief durch und geht dann als Letzte durch das Feuer. Und besinnt sich dabei auf ihren Glauben und auch auf ihr Vertrauen in Boltax. Sie macht das nicht zuletzt für Boltax, wegen ihrer Freundschaft und ja. Ach, das ist so schön heute alles. So ein toller Ausflug.
Feuerprobe bestanden und gehochzeitet und den elementaren Meister getroffen. Ja. Ein Heiligtum von Ingrim und Angrosch. Ach. So könnte jeder Tag sein, nicht wahr? Ja, wirklich. Ach, stattdessen müssen wir aufs doofe Schiff zurück, aber naja, da kann man halt nichts machen. So, Rafim ist jetzt auch erwachsen. Hallo. Oh ja, meine Güte, habe ich mir den Arm verbrannt. Oh, schaut euch mal, das wird eine schöne Brandblase. Oh. Ui. Gut, wollen wir wieder zurück? Ja. Oder habt ihr noch was? Naja, wenn jetzt aber mir nicht noch irgendwelche Diamanten aus der Wand reißen möchte. Ja, wo sind eigentlich diese Diamanten, von denen ihr gesprochen habt? Oh, seht ihr sie nicht? Sie sind hier überall. Ihr wollt mich verhohnepiepeln, oder? Nein. Ich sehe keinen einzigen Diamanten hier im Sand, in der Asche. Ich würde mal gerne auf Gesteinskunde würfeln. Ich habe ja die Spezialisierung Edelsteine, die ist nun natürlich nicht eingetragen. Also nochmal um 2 erleichtert. Ich möchte gerne einfach in Vertrauen auf Boltags Worte einen beliebigen Stein vom Boden nehmen und einmal drüber reiben, ob sich darunter vielleicht ein Diamant verbirgt. Also ich habe, weshalb ich hergekommen bin. Ascha wird sich sicher über diesen Stein freuen und über die Geschichte, die dahinter schwebt. Und ich halte den grünen Stein der Hand, den ich vom Meister, elementaren Meister bekommen habe. Ich würde 1-2 Steine aufheben, mal ein bisschen drüber wischen, sodass die Aschekruste abgeht. Seht, hier ein Halbedelstein. Und hier, Abelmir, der dürfte euch gefallen. Ein großer Klunker. Mhm. Und alle freiwillig von Sumo gegeben. Ihr müsst nur die Augen offen halten. Und mal diesen Stein betrachten. Ja. Ihr bekommt Diamanten im Wert von 1W20 mal 10. Die ihr im Laufe eurer Rückreise vom Boden aufsammeln könnt. Ja, den W20 würfelt Rafim, denn er hat den Glückssegen noch. Ja. Könnte jeder würfeln. Achso, jeder, okay. Ja, oh. Jeder kann 1W20 mal 10. 170 Dukaten, 60, 160, 170. Ergiebig. Ich hab noch einen Chip. Wow. Nee, ist okay. 130. Warte. Nee, Freundchen. Warum denn nicht? Nein. Das bessere Ergebnis. Das Farrell gefällt das. Kein Problem. Lassen Sie mal die Vertragsmodalitäten handeln. Auf ihm, als ihr nach draußen tretet, merkst du, die Luft ist noch die gleiche, Asche geschwängert. Aber irgendwas ist anders. Deine Orientierung lässt dich nicht im Stich. Haben wir den falschen Ausgang genommen? Nein. Wartet es ab. Der Weg zurück soll ohne Probleme passieren. Keine Harpyien mehr, die euch quälen, keine Lavaflüsse, keine merkwürdigen Molche, die euch augenlos anstarren. Als ihr dann am Strand euer Beiboot wiederfindet und übersetzt, begreift ihr, was anders ist. Euer Schiff ist noch da, aber die anderen Inseln, Bilku, Kosike, Ekladi, fehlen. Ihr seid auf offener See und nichts außer Sorak ist zu erkennen. Ihr seid allein. Ulamin reißt die Augen auf. Ich wusste es. Was? Wie kann das sein? Wo ist Unaek? Und da drüben? Da sollte Kosika sein. Meine Nebelwand. Aber da ist kein Nebel. Ihr wirkt so überrascht. Wo sind wir hier? Aber natürlich sind wir überrascht, Boltax. Die Inseln, sie sind einfach verschwunden. Alle. Hat Paligan sein... Die Inseln sind nicht verschwunden. Wir sind an einer anderen Stelle.
Es sind nicht die anderen Inseln, es ist Zorak. Richtig. Hier treffen Feuer und Wasser aufeinander. Hier liegen zwei Elemente, die einander gegenübergesetzt sind in Harmonie. Nun, das Wasser ist immer in Bewegung. Hat euch das nicht gewundert? Das ja, nicht also die Insel ist immer gleich, so wie der Fels immer gleich ist, aber die Insel ist in Bewegung wegen dem Wasser. Da, Mann. Kommt an Bord, Mann! Seht ihr, wir wurden nicht gefressen. Abenteuer, kommt hoch! Ja, los! Ganz im Gegenteil, wir hatten einen ganz wunderbaren Ausflug. Ja, in der Tat, Haswulf! Heute Abend gibt es doppelte Rationen und eine Portion Schnaps mehr für was alle. Was habt ihr gemacht etwas da draußen? Wo sind die Inseln hin? Wo ist es zu verkünden? Oh, Anko Schmina und ich werden heiraten. Ja, herzlichen Glückwunsch, Abenteuer, aber verdammt nochmal, wo sind wir hier? Auf offener See nehme ich an. Toll. Ja, oder? Wann ist das passiert, Haswulf? Tja, vielleicht. Wie lange wart ihr jetzt unterwegs? Grob einen Tag. Nach der Hälfte ungefähr. Ich schaue auf ihm an. Könnte das die Erschütterung gewesen sein, als du den... Oh. Als du den Stein ins Feuer geworfen hast? Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Fehler war. Oder? Nein, mach dir keine Sorgen. Ein Fehler war es bisher auf keinen Fall. Okay, also ihr wisst nicht, was ihr getan habt. Super, das ist ja immer besser. Ja, es ist also auch egal, wessen Schuld das ist. Wir müssen wissen, wie wir den Kurs setzen können. Ja, wir müssen auf die Nacht warten. Können wir mit den Sternen navigieren? Wenn ich irgendwo Sternenkarten finde, die dazu passen, es wird uns ein bisschen Zeit da kosten, aber wie gut, dass ihr mich dabei habt und keine Pferde, ja? Ja, das ist richtig. Gott sei Dank haben wir dich zu dem Punkt, was wir gemacht haben. Also neben einer wunderbaren Verlobung haben, ja, gute Diamantis und ich mit dem Elementarherrn des Feuers einen kleinen Pakt geschlossen. Ja, toll. Abenteuer. Ja, nicht wahr. Ja, nicht wahr. Ja. Ja, Abenteuer. Ja. Oh, ja. Wunderbar. Voltax, welchen Pakt haben wir denn geschlossen? Oh, ich weiß nicht, was du mit ihm ausgemacht hast. Ich muss eine Stadt niederbrennen. Ich weiß auch schon welche. Was ein schöner Ausflug. Voltax, darf ich mitkommen? Selbstverständlich. Aha. Hat er auch erwähnt, welche Stadt? Nein, aber ich würde eine von Dämonen pervertierte Stadt bevorzugen, so wie Warung damals. Ich würde sagen, bei der Gelegenheit töten wir gleich ein Heptarchen. Das steht eh ganz oben auf meiner Liste. Sehr gute Idee. Also geht's nochmal nach Brabax, sagt ihr. Ist mir eigentlich egal, welche von den Bastarden wir umbringen. Hauptsache irgendein. Wir können nicht einfach Brabax niederbrennen. Wie stellt euch das vor? Seit wann hat Brabax einen Heptarchen? Wie war das mit der Stadt in der Tiefe? Können wir die niederbrennen? Nun, die wird nur so genannt. Es ist keine wirkliche Stadt, wenn ihr versteht. Naja, ich denke, wenn sie so genannt wird, ist trotzdem zu dem Pakt, den ich eingegangen bin. Er sagt, ich soll eine weitere Stadt niederbrennen. Ja, können wir uns jetzt auf das Wichtige konzentrieren und Heptarchen jagen? Ja. Dankeschön. Das würde ich freuen, Boltax, aber wir haben Fässer voll Brandöl auf dem Schiff. Das ist wunderbar. Und ich glaube auch nicht, dass du die Entscheidung treffen musst. Ich denke, er wird es dich schon wissen lassen, welche Stadt er gerne brennen sehen würde. Ach, das Feuer ist immer hungrig. Ach, ich hoffe nur, dass wenn die Sonne sinkt, dass die Sterne, die am Himmel erscheinen, auch zu den Karten passen, die wir haben. Ihr könnt jetzt schon einmal eine Orientierungsprobe plus 21 würfeln. Ich würde gerne Gespür des Dolches einsetzen, einen Astralpunkt und mein Dolch, der immer zum Ort der Weihe zeigt. Aber wir befinden uns ja in der Nähe von Zorak, deshalb wird es vermutlich nicht funktionieren, oder? Das weißt du nicht. Kannst ja mal würfeln. Ja gut, nö, also würfeln muss ich dafür nicht. Ich muss einfach nur den einen ASP einsetzen. Oh, zum Ort der Weihe? Genau. Dann zeigt der Dolch nach Westen. Okay, nach das,
Ja, okay, das erleichtert mir meine Orientierungsproben um bis zu 12. Hilft innerer Kompass? Selbstverständlich. Ich gehe davon aus, Meereskunde hilft auch? Ja. Könnte ich das schaffen? Ich glaube, das waren doch nur 3 Punkte, oder? Geländekunde? Ich hatte eben plus Geländekunde 7 gegeben, immer 3 Punkte. Ja, ich hatte vorhin, glaube ich, 7 gegeben. Es sind aber immer 3. Ich habe ja noch... mein Glückssegen ist weg. Also um wie viel war es erschwert? 21. 21 genau. Minus 12 sind dann noch 9. Kapok würfelt auch mal. Kapok glauben, wir sind nördlich von Sorak. Aber da ist Sorak. Aber wir sind nördlich. Weit nördlich, aber Kapok nicht genau wissen, Mann. Kapok nicht wissen, wo wir sind, Mann. Aber viel nördlich von Sorak. Könnte das heißen, dass wir schon in der Nähe von Maraskan sind? Oder müssen wir uns Sorgen machen, dass wir irgendwo im Boronsgrund gelandet sind? Nein. Noch nördlicher als Boronsgrund, Mann. Würden wir das wissen? Na, immerhin etwas. Was sind denn hier für Temperaturen? Also normalerweise hätten wir Ende Herbst, Anfang Winter und die Temperaturen hier aktuell sind leicht kalt. Also es ist nicht so kalt, wie es hätte sein müssen. Wir müssen irgendwo gelandet sein, wo es noch wärmer ist als im Süden um diese Jahreszeit. Aber wo sind wir? Wir sollten die Nacht abwarten und uns an den Sternen orientieren. Und so wartet ihr und wartet. Irgendwann wird euch klar, habt ihr genug Rationen mit. Von Insel zu segeln, ständig einen Hafen vor euch zu haben, das ist einfach. Aber wenn man nicht weiß, wo man ist und wenn man tagelang segeln kann mit Flauten, dann fehlt euch jetzt vielleicht Essen und Wasser. Und ihr habt ein sehr großes Problem. Aber dann geht die Nacht auf. Sternkunde. Plus 15. Kartenmaterial hilft natürlich auch. Habt ihr Karten? Kapo. Ja, wir haben die von Niobaras Sterntafel. Oh Mensch, habt ihr Niobaras geplündert? So praktisch. Dann gebe ich euch eine minus 7. Also plus 8 sozusagen. Ja, genau. Ich habe leider keine Sternkunde. Ich auch nicht. Wir sind dumm. Kapok hat aber. Aber der Rest ist genauso doof. Kapok hat auch. Deine Idee, Mann, mit Maraskan, Mann, war gar nicht so schlecht, Mann. Guck oben, Sterne. Das Ogerlöffel und das ist Stute. Mann. Na, wenn das keine gute Nachricht ist. Ich sage, wir segeln da. Westen, Mann. Frau, Mann. Und ich sage, wir kommen nach... er guckt wieder auf die Karten von Niobara. 2 Tage, dann Sturm. Der Sturm um Maraskan? Ja, Mann. Frau, Mann. Wir sind vom Maraskan. Zum Glück haben wir nicht die Pest an Bord. Nun gut. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, müssen wir durch den Sturm wahrscheinlich nach Maraskan segeln. Wir sollten mit Yalan reden. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er Maraskan nun hasst oder liebt. Ja, er erzählt immer ganz gerne von da. Schrecklich ist da wahr. Das ist guter Dualismus, Mann. Man hasst und liebt gleichzeitig, Mann. Schönheit der Welt. Ich glaube, du liebst Maraskan und liebst Maraskan. Also gut, dann fragen wir Yalan, Mann. Er ist unten.